Ja, Leute, und es musste irgendwann so kommen, ne? Wir werden heute unsere zehnte, ja, Schicksalsschmiede XY10 Pokémon Booster Box öffnen. Und wir werden dieses Display genießen. Wir werden es schön verabschieden, so wie sich das gehört. Wir werden ein linke gegen rechte Battle machen, welche Seite die beste war. Und wir werden uns einfach verabschieden von dieser Box. Ich bin ein bisschen, ja, ich werde jetzt bedenken, okay, jetzt übertreibt er aber mir hat es wirklich richtig Spaß gemacht, diese Booster-Reihe wieder mit euch aufzumachen. Ihr werdet natürlich noch dann das komplette Set-Review sehen. Natürlich. Also, die wird auf jeden Fall noch kommen. Also halt mein komplettes Set, wenn ich es dann halt im Album eingeordnet habe und so weiter. Aber wir machen jetzt Battle. Wir beginnen mit der linken Seite. Und ja, wir starten und wir werden dieses Mal auch die Packs aufschneiden, weil ich sehr gerne ein paar Artworks davon behalten würde. So, wir legen den Online-Code zur Seite und starten mit diesem Booster-Pack ins letzte Display von XY10 Schicksalsschmiede mit Wombol, Monozytos, Galück, Smogon, Pikachu, Pupita, Yugong, Krakeelo, Mauzi als Reverse und Amotapel als Rare. Gut. Die Codes, denke ich, lege ich hier hin. Die normalen Karten können einfach mal hier hin. Gut. Also nicht wundern, wenn das jetzt vielleicht drei Parts werden. Denn ich will die letzte Box wirklich nochmal genießen. Einfach richtig schön Booster öffnen. Und ja, deshalb. So. Wir haben ein Lavita, ein Wurmball, Smogon, Spoink, Pikachu, Feentropfen, Simsalas Geistesbund, Elfun, Sezukids Reverse und ein Genesect X, unsere erste EX. Yep. Unsere erste EX Genesect kommt natürlich in die Hülle. Und ich mache das jetzt so. Den linken Impuls mache ich hier hin und die rechten mache ich dann rechts hin. So ist das, glaube ich, am besten. Ja. Aber ist echt ein richtig geniales Set, wie ich finde. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr dieses Set findet. Volimorba, Pitora, Mauzi, Flurmel, Pikachu, Sanna, Evoserp, das ist einfach eine richtig gute Karte. Burmadame, Reverse Groink und ein Serperial Rare und die Karte ist noch besser. Da wollte ich auch gerade nochmal zu sprechen kommen. Ich habe es ja eh schon mal angesprochen. Aber die Karte ist einfach echt richtig gut. Die hat mich jetzt schon öfter zerfetzt, auch im Online-Spiel. Und wenn man die richtig benutzt, die hat einen richtig guten Effekt, dann kann die Karte wirklich was. Auch wenn es erst nicht so aussieht, weil es halt nicht mal eine Holo ist. Aber glaubt mir, Leute, diese Karte, die kann was. Gut. Dann ein Molihorber, Pikachu, Flurmel, Finks, Skalük, Ordos Geistesbund. Diese Karte kann auch nämlich was. Langzeitgedächtnis. Smogmog, Dickter Reverse und ein weißes Kyurem Holo. Bronzel, Lavita, Burmy, Europ, Finks, Verbrannte Erde, Alvensteiner Aerodactyl, Chilabel, Kapuno Reverse,
Na, Kabuto, nicht Kapuno. Kabuto und ein Rokara Rare. Dann starten wir mit Mauzi, Bitora, Snubbull, Serpifeu, Monozyto, Chilabel, Ammonitas, Knuddeluff, Lavita und die Rare ist ein Lucario-Holo. Noch eine Holo. Not bad. Not bad. Mal hier die Packs hier rein. So. Ich finde das Lugia-Artwork auch irgendwie am geilsten von den Boostern. Muss ich auch sagen. So, kommt hier rein der Code. Codes haben wir natürlich hier. So. Pummeluff, Riolu, Sesokids, Snubbull, Pokémon Fanclub, Kabuto, Ammonitas, Burmadame Reverse und ein Zygarde oder Zygarde Rare. Rokara. Sesokids, Bronzel, Riolu, Pummeluff, Yugong, Energietasche, die Stärke Energie, Lucario Reverse und ein Zytomega, das einfach richtig gut ist auch. Wenn man die anderen auf der Bank hat. Der Code. Dann ein Smogon, Spoink, Dickter, Lavita, Rokara, Resladero, Kabuto, Spiritlink, Altarias, Geistesbund, ein Lugia Turbo und ein Kabutops als Rare. Gut, dann haben wir gleich noch eine Turbo gezogen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Code. Und dann ein Smogon, Spoink, Dickter, Lavita, Rokara, Kabutops, Domvusil, Altarias, Geistesbund, Pokémon Fanclub, Moterpel Reverse und ein Krabumps Rare. So, unser nächstes Pack ist ein Simsala. Und ein Molimorba, Spoink, Monozyto, Bitora, Riolu, Potrot, Chaosturm, geil, Zygarde, 10%ige Form, Bitora Reverse und ein Amoroso Rare. Also auch die Fossilien sind tatsächlich nicht so schlecht, wie ich dachte. Also die kann man auch mal testen. So, ein Flurmel, Europe. Wombol, Riolu, Skullig, Nutena, ein N, der ist schon mal sehr nice. Den legen wir nochmal zu den Rares. Resladero, Burmy Reverse und einer Aerodactyl. So, Aerodactyl kommt zu den Rares. Der Code. Und ein Wurmball, ein Burmy, Lavita, Mauzi, Finks, Ordos Geistesbund, der Zufallsempfänger, Ammonitas Helix Fossil und ein Fennexis Turbo. Und ein Lucario Rare. Okay. Bis jetzt erst eine Ex. Ich glaube, die linke Seite hat schon mal verloren. Wenn da jetzt noch nicht noch
irgendwas Gutes kommt, dann sieht es echt schlecht aus. Molimorba, Mauzi, Serpiform, Monozyto, Sphinx, Kangama, Mythodos, Megafänger, Ephoserv Reverse. Und die Rare ist ein Bronzong. Also, wir haben auf der Seite noch vier Packs. I don't think so. Dass da noch mal was kommt, glaube ich irgendwie nicht. Pummeluff, Sphinx, Snubbull, Bronzel, Ammonitas, Görentalent, Knuddeluff, Riolu Reverse und ein Lavaros. Alles rare. Also wie viele Rares wir jetzt hier gezogen haben. Wir haben jetzt auf der Seite nur zwei Holos, zwei Turbos, aber keine einzige EX außer halt Genesect. Und ja, jetzt hat man schon gesehen, was es war, aber ich mache es trotzdem. Vitora, Snubbull, Riolu, Sesokiz, Feenbeet, Poltrot, Chillabel, Orbs, Geistesblume Reverse und ein Rotom natürlich. Und noch zwei Booster auf der Seite. Was soll noch kommen auf der Seite? Ich denke, nichts mehr. Jetzt auf einmal werden wir noch ein Fail-Display zum Abschluss haben. Das wäre noch geiler. Dickter, Riolu, Rückara, Sesokit, Serpifeul, Simsalas, Geistesblume, Boomerang, Rückentwicklungsspray, Despota Reverse und ein Phoenixes Holo. Gut, die packen wir nochmal weiter zu den Holos, weil die andere eine Reverse Holo Rare war. Und unser letztes Pack für die Seite beinhaltet nichts Besonderes, wahrscheinlich wieder ein Dickter, Lavita, Lokara, Burmy, Bronze, Zigarre, Boomerang, Fossil-Ausgrabungsset, Kangama Reverse und ein Mega Simsala X Full Art. Tja, falsch gedacht, wir haben doch noch eine Mega Full Art gezogen auf der Seite. Also ist die Seite bis jetzt mit zwei Turbos und einer Mega Full Art noch am Start. Aber das kann sich natürlich alles noch ändern. Gut, das war's von diesem, ja, von diesem Part, vom ersten Part der letzten Boosterbox. Und hier haben wir die Ausbeute. Habe ich alles schon hergerichtet, dass wir danach dann auf der rechten Seite, die noch leer ist, dann gleich weitermachen können. Das war's und die rechte Seite kommt gleich. Ciao, Leute.